Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Sprechstunde des Roten Kreuzes, der Medizinakademie. Wir haben das Thema Übergewicht, Adipositas, Adipositas-Chirurgie und begrüßen als Gast Herrn Dr. Gärtner, Viszeralchirurg, Leiter der Abteilung Adipositas-Chirurgie am Städtischen Klinikum in Karlsruhe. Herr Dr. Gärtner, herzlich willkommen. Was macht man chirurgisch, wenn man einen übergewichtigen Patienten hat? Welche Methoden gibt es? Also es gibt ganz vielfältige Methoden, aber wir verfolgen zwei Grundprinzipien. Ich habe dazu mal zwei Skizzen mitgebracht. Vielleicht kann man die erste gerade mal einblenden. Der sogenannte Schlauchmagen oder die klassische Magenverkleinerung, die reduziert das gestrichelte, große, normale Volumen des Magens auf ein ganz kleines Volumen und sorgt für eine frühere Sättigung. Und auf dem nächsten Bild habe ich den Magenbypass mal aufgemalt. Da haben wir auch wieder das Prinzip der Verkleinerung, diese kleine Tasche da oben, und haben zusätzlich aber dieses schraffierte Darmstück, was die Nahrung transportiert, und das Weiße, was eben ausgeschaltet wird. Das ist ein klassisches, wie man sagt, Hypoabsorptions- oder Malabsorptions-, also Mangelverdauungsprinzip, wenn man so möchte. Geht das ohne Schäden für den Körper einher? Ich meine, wenn Sie jetzt zeigen, Sie haben eine Umgehung des Magens und schließen praktisch direkt an die Speiseröhre, wenn man so will, den Darm an, dann könnte es doch einfach nur durchrauschen. Grundsätzlich ja, deswegen schließen wir den Darm an eine kleine Magentasche an, also einen kleinen Vorratsbehälter. Aber wir müssen die Patienten nachsorgen. Also wir haben sehr, sehr viele positive Eigenschaften. Gerade beim Bypass haben wir Diabetiker, die allein durch die Umleitung am 12-Fingerdarm vorbei kein Insulin mehr brauchen beispielsweise. Aber wir greifen natürlich auch in den Stoffwechsel negativ ein, dass Eisen schlechter resorbiert wird oder Calcium und andere Vitamine. Und deshalb brauchen wir die Nachsorge. Das heißt schon, würde die Methode nehmen, die zu dem Patienten passt? Ja, wir versuchen heutzutage sehr individuell, das sind jetzt die zwei häufigsten, die ich hier mitgebracht habe, aber es gibt noch deutlich mehr Varianten. Wir versuchen durch die halbjährliche Abklärung, die interdisziplinären Untersuchungen rauszufinden, welches Verfahren zu welchem Patienten am besten passt. Wie lange funktioniert so eine Adipositas-Chirurgie, so ein Eingriff? Das heißt, wie lange ist ein Erfolg zu sehen? Grundsätzlich dauerhaft. Das ist der große Erfolg der Chirurgie, dass wir eben keinen Jojo-Effekt im eigentlichen Sinne haben, sondern eine dauerhafte Gewichtsreduktion und Verbesserung der Nebenerkrankungen. Also 5 bis 10 Jahresdaten gibt es schon vielfältig, aber auch schon 20 Jahresdaten, dass wir da einen Langzeiterfolg haben. Wie risikoreich ist der Eingriff? Grundsätzlich haben wir natürlich ein Risikopatientengut, die haben vielfältige Nebenerkrankungen, aber im spezialisierten Zentrum, wo man es jeden Tag durchführt, haben wir ein sehr, sehr geringes Risiko. Also eine Zahl möchte ich mal nennen, also die Undichtigkeit von der Klammernaht oder einer Nahtverbindung, die wir machen, die liegt bei knapp 1%. Und der Patient kann in der Regel am 3. Tag nach der OP nach Hause gehen. Das liegt an der minimalinvasiven Methodik, die wir anwenden. Und dieser operierte Zustand, der bleibt dann ein Leben lang. Der bleibt also bis zum 70., 80. Lebensjahr. Der bleibt dauerhaft erhalten. Wenn wir ihn rückgängig machen, nimmt der Patient wieder zu, auf sein Ausgangsgewicht zurück. Praktisch nicht. In Einzelfällen haben wir es schon gemacht, aber in der Regel, um in ein anderes, besseres Verfahren vielleicht umzuwandeln, dass der Patient mit dem Wunsch kommt, einen kompletten Rückbau zu haben, das sind Einzelfälle. Das spricht ja für den Erfolg der Methode. Absolut. Nun haben wir ja auch ca. 15% der Kinder, die übergewichtig sind. Und wenn man das ja so hört, könnte man ja den Eindruck haben, die Adipositas-Chirurgie ist der primäre Eingriff, das Erste, was man tut, um Übergewicht zu behandeln und nicht die ganzen Methoden, die vorneweg sonst benutzt werden und die auch psychisch belastend sind. Werden Kinder auch operiert? International wird genauso argumentiert, wie Sie es jetzt gesagt haben. In Deutschland hat es noch keinen Stellenwert. Also grundsätzlich warten wir, bis die Jugendlichen mehr oder weniger ausgewachsen sind. So 15-, 16-Jährige, die gehören dann schon auch so ein bisschen in die Erwachsenentherapie. Da fangen wir damit an. Aber Kinder ist bei uns eine Rarität. Dann kann man doch eigentlich sagen, dass der Erfolg das Risiko weit überwiegt. Definitiv. Und dass man Diabetiker damit, ich sag mal, fast heilen kann unter bestimmten Bedingungen? In Deutschland mit Sicherheit. Wir haben einen großen Nachholbedarf, weil diese
Chirurgie nicht die Anerkennung gefunden hat lange Jahre, die sie eigentlich verdient. Aber wir müssen die Patienten gut auswählen, um die wirklich die Risiken minimal zu halten und den positiven Effekt wirklich vom Gewicht her auch entsprechend. Vielen Dank, Dr. Gärtner. Dankeschön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Chirurgie bei Übergewicht, das geht und das scheint zu funktionieren. Sie können die Sendung gerne auf unserem YouTube-Kanal nochmal nachvollziehen und Sie können auch abonnieren. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Ade.